Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Thema CFDs, erfolgreich CFDs handeln, Teil 3 zusammen mit Mario Lüdemann. Wir hatten ja, das lässt auch der Name vermuten, wenn es heißt Teil 3, wir hatten schon zwei Webinare in der Vergangenheit natürlich, die wir auch aufgezeichnet haben. Und die können Sie sich natürlich gerne auch bei uns im Videobereich anschauen. Aber bevor ich jetzt loslege oder auch nachher auch gleich zu Mario rübergebe, einfach nochmal die Frage, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir dann ein kurzes Feedback geben über die Chatfunktion, ob Bild und Ton soweit in Ordnung sind. Dann weiß ich, dass das Webinar einwandfrei läuft, was die Technik angeht. Ja, das scheint der Fall zu sein. Wunderbar. Danke für das Feedback. Ja, diese Chatfunktion können Sie natürlich auch gerne gleich jetzt während des laufenden Webinars nutzen, falls Sie spezielle Fragen haben. Die Fragen werden wir dann wie immer gegen Ende des Webinars beantworten. Falls es jetzt spezielle Fragen sind zu FXZ oder auch zu CapTrader, werde ich natürlich dann auch bei der Beantwortung der Fragen dabei sein. Ja, ich hatte schon gesagt, wie gesagt, wir haben zwei Teile schon gehabt von der Webinarreihe. Wo finden Sie die? Ich habe ja auch mal auf der CapTrader-Seite das aufgerufen, unter dem Punkt Training, Videos. Ja, ich klicke da nochmal drauf. Sehen Sie ja unsere Kategorien und eine eigene Kategorie. Hier sehen Sie es, Mario Lüdemann. Einfach draufklicken und dann öffnet sich die Webinarseite von den aufgezeichneten Webinaren, die wir gemeinsam mit Mario durchgeführt haben. Also Sie sehen, das fing ja hier schon an im Oktober mit Trendaufbau und Handel, dann im November nochmal Trendhandel, im Dezember Bewegungshandel und dann Teil 1 und 2 von der Reihe Erfolgreich CFDs handeln. Ja, und das Webinar vom Montag ist ja auch schon drin hier in der Videoliste, der Marktausblick vom 4.4. Ja, jetzt kommt schon ganz zu Beginn eine Frage, gehört FX, Sie meinen wahrscheinlich FXWett, zu CapTrader? Ja, im Prinzip muss man sagen, es ist umgekehrt. Ja. FXWett, dahinter steckt die FXWett Wertpapierhandelsbank. Und Sie sehen bei CapTrader hier oben links an dem Logo, ich zeige das gerne mal ein bisschen größer, CapTrader ist eine Marke der FXWett Wertpapierhandelsbank. Ja. Natürlich, also wir gehören zusammen, wir sitzen alle hier zusammen in Rating, in den Räumlichkeiten in der Nähe von Düsseldorf und ja, sind hier zwei Teams, das eine ist das CapTrader-Team, das andere ist das FXZ-Team. Und hier unten sehen Sie ja auch noch unseren dritten Bereich, HKK Invest, also unsere hauseigene Vermögensverwaltung. Ja, die Vermögensverwaltung war auch der Grundstück, aus der dann die Wertpapierhandelsbank gegründet wurde. Gut, und genauso auf der FXZ-Seite, wenn ich jetzt mal wechsle, wenn Sie da runter scrollen, dann sehen Sie natürlich auch hier unten dann die Verlinkung zu CapTrader. Okay, so viel dazu. Ja, es kam jetzt noch ein Hinweis zu der AginaTrader Software. Das ist ja super, dann kann ich die AginaTrader Software benutzen. Ja, das ist richtig. Wir haben also bei CapTrader bieten wir die Anbindung der AginaTrader Software an die Trader Workstation an. Es kommt aber demnächst auch diese Anbindung der AginaTrader Software bei FXWett und dann haben Sie sogar die Möglichkeit, beide Konten, sowohl das FXWett-Konto als auch das CapTrader-Konto mit der AginaTrader Software zu verbinden. Ja, zum Thema CFDs. Sie können sowohl bei FXZ als auch bei CapTrader CFDs handeln. Da hatten wir im ersten Teil der Webinarreihe ausführlich zu Stellung genommen. Das heißt, es gibt einige Unterschiede, was die Produktpalette angeht, was die Konditionen angeht, was den Hebel angeht und so weiter und so fort. Was die Plattform natürlich angeht. Aber dazu verweise ich gerne auf das Video Teil 1 dieser Reihe. So, ja, Mario, von mir aus können wir loslegen. Ich denke mal, du kannst mich hören. Wenn alles soweit passt, dann würde ich dann zu dir rüberschalten, zu deinem Bildschirm. Und dann starten wir mit Teil 3, erfolgreich CFDs handeln.
Alles klar, vielen Dank, Andreas. Ich kann auch alle laut und deutlich hören. Ich hoffe, meine Stimme kommt auch rüber. Den Bildschirm werden wir gleich übertragen, sobald ich die Freigabe habe, und dann können wir loslegen. Ja, alles super. Ich höre dich sehr gut, Mario. Und den Bildschirm sehen wir jetzt auch. Okay, dann können wir sofort anfangen. Erfolgreich CFDs handeln. Die Idee ist eigentlich entstanden vor einigen Wochen, als ich auch den Vortrag gehalten habe auf den Investment und Business Days. Dann kamen sehr viele Nachfragen dazu, ob wir da nicht in dem Bereich einfach ein bisschen mehr machen wollen. Dazu kam dann diese dreiteilige Serie. Bevor ich jetzt auf die neuen Teile eingehe, was wir heute alles machen wollen, eine kurze Zusammenfassung, was wir die letzten zwei Mal gemacht haben, weil darauf bauen wir dann das heutige Webinar auf. Also wir haben darüber gesprochen, was sind die Vor- und Nachteile. Also ganz genau kann man es natürlich nochmal in den Videos nachschauen. Wir haben es ja gerade gehört, die sind sowohl bei CapTrader als auch bei FX Flat und auch in meiner Videothek einsehbar. Die großen Vorteile liegen einfach darin, dass wir einen geringen Kapitaleinsatz haben. Das heißt, wir können hier mit einem Hebel arbeiten, weil die Margin halt sehr gering ist. Wir können sehr gut skalieren, und darauf kommen wir heute, wo das nämlich der große Vorteil ist, dass wir nämlich auch kleine Stückzahlen handeln können und auch Teilverkäufe dann machen können, was vielleicht gar nicht möglich wäre, wenn wir zum Beispiel den FDAX direkt handeln würden. Es ermöglicht eben auch Kunden, die ein kleineres Konto haben, hier aktiv am Handel teilzunehmen und von den Chancen, die das Trading bietet, natürlich auch zu partizipieren. Weiterer Vorteil ist auf jeden Fall das Handling, das recht einfach ist. Auch die Softwarelösungen sind relativ einfach, sodass man hier wirklich sehr schnell auch den Zugang zu den Märkten bekommt. Was aus meiner Sicht ein sehr großer Vorteil ist, ist, dass man hier Long und Short handeln kann. Das ist ja früher, also als ich angefangen habe, konnte man eigentlich nur Long handeln, und auch bei vielen großen Banken ist es eigentlich nicht möglich, Short zu traden. Das ist natürlich im Bereich von CFDs oder auch, wenn man Aktien handelt, zum Beispiel bei CapTrader, auch möglich, die Short-Seite zu handeln. Nachteile können manchmal wirklich der große Hebel auch sein, wenn man kein gutes Risk- und Money-Management hat. Also darüber sollte man sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass der Hebel sehr, sehr groß ist, den man unter Umständen nutzt. Also was Risk- und Money-Management angeht, ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es auch bestimmt viele Webinare zu diesem Thema. Ich selber werde aber auch in einem Webinar nochmal darauf eingehen, wie man ein gutes System aufbauen kann. Wir haben manchmal eine Nachschusspflicht, das kann tatsächlich passieren. Es gab mal im letzten Jahr das Problem mit dem Euro-Schweizer Franken, als es einen riesen Gap gegeben hat. Also darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Deswegen hier ganz, ganz wichtig, dass man genau sein Risk- und Money-Management beachtet, dass man hier nicht sich überhebelt bei dem Ganzen. Und Finanzierungskosten gibt es bei CFDs auch. Die sind allerdings aufgrund der sehr, sehr geringen Zinsen, die wir im Moment haben, die ja nahezu bei Null liegen, auch die Finanzierungskosten, wenn man overnight mit CFDs unterwegs ist, sehr, sehr gering. So, welche Märkte eignen sich jetzt besonders gut, und auf welche werden wir heute auch zu sprechen kommen? Das ist auf jeden Fall Indizes, weil hier die Spreads sehr, sehr eng sind und auch sehr liquide. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Aktien. Deswegen kann man diese hier besonders gut traden. Vor allen Dingen bei Aktien haben wir eben den Vorteil, dass wir Indizes weit, weit outperformen können, weil die Bewegung in einzelnen Aktien natürlich häufig viel, viel größer ist als im Index direkt. Das ist einer meiner wichtigsten Dinge eigentlich, also Aktientrading und Indextrading. Und ich mache das Ganze hauptsächlich natürlich im Intraday-Handel. Und darauf werden wir auch heute zu sprechen kommen, wie man das Ganze im Trading nutzen kann. Für mich gehört eigentlich zum Intraday-Handel erstmal natürlich die Position, die ich am gleichen Tag wieder schließe. Also kleine Positionen auf Minute, 5 Minuten, 10 Minuten bis hin zur Stunde vielleicht. Aber man kann natürlich auch darüber hinaus natürlich auch mal einen Trade, der gut gelaufen ist, overnight mitnehmen. Auch darauf kommen wir heute zu sprechen, und ich zeige das auch anhand eines Beispiels. Also die Skalierbarkeit, und darauf kommen wir gleich auch nochmal, ist extremst wichtig im Trading meiner Meinung nach. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel den DAX handeln wollen und würden jetzt den FDAX handeln, der hat bisher immer 25 Euro pro Punkt gekostet seit letztem Herbst. Es ist jetzt auch möglich, hier mit 5 Euro zu handeln. Das heißt, ich werde hier sehr viel auch zwischenzeitlich gefragt, kann man das mit 5 Euro jetzt den kleinen FDAX handeln? Ja, es geht. Man muss ein bisschen aufpassen wegen der Spreads. Also ich fange eigentlich immer damit erst an, so gegen 9 Uhr damit zu handeln, wenn die Liquidität in die Märkte hineinkommt. Aber es ist prinzipiell möglich. Alternativ natürlich, CFDs sind hier natürlich handelbar, kann man auch machen. Meistens ist es immer so 1 Euro pro Punkt. Es gibt allerdings auch bei einigen Brokern die Möglichkeit, Mikrolots zu handeln.
So, jetzt kommt der große Vorteil, Teilverkäufe. Wenn wir in FDAX handeln, haben wir vorhin schon gesagt, da muss man 5 Euro mindestens pro Punkt kalkulieren, dann ist es mit Teilverkäufen gerade bei kleinen Konto häufig sehr, sehr schwierig. Wenn wir ein CFD nehmen, können wir wesentlich einfacher einen Teilverkauf machen, weil da können wir 2 CFDs zum Beispiel nehmen und können dann einfach einen Teilverkauf machen und sagen, wir verkaufen halt einen. Das heißt, die Investition ist pro Trade relativ gering und ich werde auch gleich noch zeigen anhand eines Trades, wie gut man das eigentlich machen kann, weil wenn man einen vernünftigen Stop hat, kann man eigentlich fast jede Größe mit CFDs handeln. Das sind also ganz, ganz aus meiner Sicht wichtige Dinge und eben Trades lassen sich problemlos aus kleinen Zeiteinheiten, indem wir vielleicht den Trade aufgemacht haben, sei es jetzt auf Minute oder 5 Minuten Basis, in größere Zeiteinheiten transferieren. Das ist etwas, was ein wenig Übung braucht, aber hochprofitabel ist. Auch das werde ich zeigen, wie man das Ganze machen kann und wie man davon profitieren kann, dass man plötzlich aus einem Trade, den man vielleicht intraday geplant hat, dann aber vielleicht über Nacht mitnimmt, vielleicht mit einem Teilverkauf dazu, sehr, sehr hohe Gewinne erzielen kann. Und wie gesagt, wir brauchen wenig Kapital, wir müssen sehr wenig Kapital hinterlegen, denn wenn wir einen FDAX handeln oder einen CFD, dann brauchen wir halt nur eine sehr, sehr geringe Margin hinterlegen. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht den echten Wert hinterlegen, wie zum Beispiel beim DAX, der eigentlich einen Wert hat von 25 Punkten mal, ich sage jetzt mal knapp 10.000 Punkte, wo wir stehen, werden eben 250.000 Euro, die wir normalerweise hinlegen müssen, aber wenn wir den FDAX handeln, brauchen wir nur eine entsprechend geringe Margin dazu hinterlegen und das gleiche gilt auch für den CFD-Bereich. Also das ist ein großer Vorteil, dass wir wirklich sehr wenig Margin brauchen, um einen entsprechend guten Trade hier machen zu können. So, und jetzt genug der Vorrede, das, was wir in den letzten 2 Wochen gemacht haben. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel zeigen, wie man in einen Trade vielleicht hineingehen kann und wie man das Ganze auch nutzen kann. Also wir haben hier zum Beispiel die Aktie von Thyssen. Wir können hier ganz gut sehen, was wir in den letzten Wochen auch schon besprochen haben, dass wir hier einen sehr sauberen Aufwärtstrend zum Beispiel haben, erkennen wir eigentlich immer daran, dass wir steigende Tiefpunkte haben und steigende Hochpunkte. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, in einen solchen Trade hineinzugehen. Es hängt natürlich immer davon ab, wollen wir jetzt den Trend handeln oder wollen wir lieber die Bewegung handeln oder vielleicht doch lieber den Ausbruch. Welche dieser 3 Möglichkeiten wir jetzt in Anspruch nehmen wollen oder prinzipiell im Trading, das sollten wir uns natürlich vorher klar darüber werden, auch welche Vor- und Nachteile es dazu gibt. Deswegen schauen wir einfach mal weiter. Also Trade-Idee ist auf jeden Fall hier ein Trade einzugehen, weil wir ein Long-Signal auf der Stunde haben. So, Problem wäre jetzt bei diesem Trade eigentlich, wenn wir uns das genauer anschauen, vielleicht der Stop. Denn wenn wir hier bei etwa 15,65 Euro uns einstoppen lassen würden und würden den Stop hier unter das Tief legen, da sehen wir schon, dass der Stop in etwa 1,20 Euro groß ist, was etwa 8% entspricht. Dann kann man natürlich sagen, okay, das ist mir eigentlich egal, ob der jetzt 8% oder 2% ist, der Stop. Wir sollten uns nur darüber im Klaren sein, wenn der Stop so groß ist, haben wir natürlich eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Trade erstmal eine ganze Zeit lang läuft. Das ist sicherlich ganz außer Frage. Aber wenn wir vielleicht nur ein Risiko vielleicht von 100 Euro eingehen wollen und wir müssen hier einen Stop hinlegen, der entsprechend groß ist, dann werden wir natürlich nur eine sehr kleine Position zum einen handeln können. Somit wird auch unser Gewinn natürlich entsprechend klein ausfallen. Und was dazu kommt, bei einem Risiko von, ja, ich sag mal 8%, wenn wir selbst bei einem CAV von 1 zu 1 müsste die Aktie nochmal 8% steigen. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Nicht, dass das nicht erreichbar ist, aber prinzipiell, wenn wir wissen, ein Index alleine macht rund 8% im Jahr. Und wenn wir das jetzt von einer Aktie erwarten, die wir auf Stundenbasis handeln, dass die das mal so gerade eben macht, dann ist das, wenn wir kein gutes System haben, wieso, weshalb, warum jetzt diese Aktie jetzt so schnell steigen sollte, häufig sehr schwierig. Das heißt, gut wäre vielleicht über eine Alternative nachzudenken. Die könnte zum Beispiel sein, dass wir die Bewegung auf der Stunde handeln. Das heißt, wir werden jetzt den Stop vielleicht nicht unter das absolute Tief hier unten setzen, sondern sagen, okay, wir werden hier vielleicht versuchen, entweder den kleineren Trend oder wie gesagt, die Bewegung zu handeln. Bewegungshandel haben wir auch schon mal ein Video zugemacht, gibt es sonst auch in meiner Videothek, wie man das Ganze unter Einfluss von Innen- und Außenkerzen umsetzen kann. Vorteil wäre auf jeden Fall, wenn wir jetzt den Stop hier sehr kurz nehmen könnten, dass wir, wie gesagt, einen kleineren Stop haben und dadurch natürlich eine wesentlich größere Position aufbauen könnten und dadurch natürlich wesentlich mehr Gewinn pro Trade erreichen.
Frage ist natürlich, gibt es noch eine andere Alternative, die hier vielleicht denkbar wäre? Ja, und zwar der Handel eines untergeordneten Trends. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Das macht natürlich durchaus Sinn, denn wir sehen ja, dass hier auch dieser Anstieg hier im Prinzip trendförmig verläuft. Das ist eigentlich der große Vorteil von Aktien aus meiner Sicht, dass Aktien, wie gesagt, sehr häufig wirklich sehr gut im Trend handeln, auch auf großen und mittleren Zeiteinheiten. Auch hier kann man es wirklich sehr schön sehen. Wir haben ja wirklich aufsteigende Tiefs und steigende Hochs. Sehr schön, die Aktie drängt hier eigentlich sehr gut nach oben. Und das Ganze kann man jetzt, wie gesagt, dann entweder im Stundenchart machen oder, was natürlich viele Intraday-Händler gerne möchten, weil sie ihren Trade vielleicht innerhalb des Tages auch wieder schließen möchten, vielleicht in der nächst kleineren Zeiteinheit oder Trendgröße, indem sie einfach sagen, okay, ich gehe jetzt einfach dann mal auf einen 10-Minuten-Chart oder auf einen 5-Minuten-Chart und schaue mal, ob ich dort auch einen Trend bekomme. So, das heißt, wir schauen uns das Ganze vom Anfang an, wenn wir im 10-Minuten-Chart sind. Wir haben hier zum einen das Ende der Korrekturbewegung, dass wir sehen hier ganz schön, dass es hier so ein Doppeltief unten gegeben hat und von da an ist der Markt hier sehr, sehr sauber nach oben gelaufen. Wie gesagt, hier steigende Hochpunkte und auch steigende Tiefpunkte. Also dasselbe Bild, was wir vorher im Stundenchart gesehen haben. Intakter Aufwärtstrend, das ist eigentlich immer ganz, ganz wichtig für mich, dass wir wirklich einen sauberen Trend haben. Wenn der nicht vorhanden ist, dann mache ich überhaupt niemals einen Trade, weil das macht wirklich aus meiner Sicht wenig Sinn, denn es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir Aktien handeln wollen, wo wir ausweichen können. Wenn man auf Indizes ist, dann ist man immer in dieser Situation, ja, ich habe ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, aber wenn wir zum Beispiel Aktien uns aussuchen, dann haben wir natürlich hier ein breites Spektrum. Ich sag mal, im DAX sind es 30 Werte, im US-Markt, Nasdaq hat 100, S&P 500, so viel können wir im Prinzip gar nicht mal handeln gleichzeitig. Also von daher wirklich genau schauen, wo macht es Sinn, hier in einen Trade hineinzugehen. So, und wenn wir jetzt den Einstieg an einem P2 machen, hier oben auf dem Hoch, hier bei 15,65 zum Beispiel, dann können wir den Stop hier ohne Probleme hier unter das Tief setzen. Das ist der letzte Punkt 3, der dort ist und das bietet sich auch eigentlich an. Das ist eigentlich auch eine Methode, die gängig ist, es so zu machen, dann unter das letzte Tief. Wichtig ist, dass wir da immer vielleicht ein Stück drunter bleiben, unter diesem letzten Tiefpunkt, weil es gibt ja immer so eine Geldbriefspanne, mit der wir zu tun haben und von daher ist es immer ganz schön, wenn wir da vielleicht ein ganz kleines bisschen unter diesem Tief bleiben. So, dann nachdem hier die erste starke Bewegung gekommen ist, man sieht hier wirklich an diesem P2, da entsteht sehr, sehr häufig eine recht große Bewegung. Man sieht hier schon, es sind hier zwei Full Bars gleich hintereinander entstanden. Das ist natürlich ein Traum für uns Händler, wenn wir sehen, dass der Markt sehr schnell nach oben läuft und dann kommen auch wieder kleinere Kerzen. Das ist meistens schon das erste Anzeichen für eine kleine Korrektur. Das ist mental natürlich immer so eine Geschichte, so Korrekturen. Auf der einen Seite wissen wir, dass wir Korrekturen brauchen, weil wir sonst natürlich nicht die Möglichkeit haben, den Stop nachzuziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, muss ich mir mal vorstellen, wenn man so einen Trade eingeht, Beispiel mal wieder, wir haben hier 50 oder 100 Euro riskiert. Bleiben wir mal bei den 100, weil ich das auch sonst in den Seminaren und Workshops immer sage. Wir sind jetzt 100 Euro hier vorne und jetzt muss ich eigentlich hoffen, dass hier der Markt zurückkommt. Das ist in der Theorie immer sehr, sehr einfach, wenn man im Demo ist oder auf dem Blatt Papier, aber wenn man jetzt in einem Trade drinne steckt und man sieht dann, dass die Gewinne, die wir ursprünglich hatten, von 100 hier wieder zusammenschmelzen auf vielleicht 20, 30 Euro, dann kommt bei vielen so ein ungutes Gefühl auf und eigentlich die Lust, doch wenigstens diesen kleinen Gewinn mitzunehmen, bevor der Markt hier womöglich auf Break-Even läuft oder sogar ins Minus. Ob man das machen sollte oder nicht, ist jetzt heute nicht das Thema. Nur prinzipiell müssen wir uns natürlich überlegen, was war denn die Intention, diesen Trade einzugehen? Wir haben einen sauberen Trend gehabt auf Stundenbasis und haben uns entschlossen, diesen dann als Trendhandel in einer kleineren Zeiteinheit umzusetzen. Und die Idee war doch, den Stop immer unter die Tees zu setzen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich abwarten, bis hier das neue Hoch entsteht und können dann den Stop unter das Tief ziehen, sind damit risikolos in diesem Trade. Also eigentlich egal, was jetzt passiert, es sollte der Trade auf jeden Fall im Plus enden. So, und dann sehen wir auch, der Markt läuft eigentlich so, macht ein neues Hoch, korrigiert nochmal zwischenzeitlich, macht jetzt auch kein neues Hoch mehr. Aber was natürlich jetzt wichtig ist, 17.30 Uhr, Handelsende auf dem Xetra Handelssystem
Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, was machen wir mit unserer Position? Also die eine Möglichkeit ist natürlich, wir schließen diese Position. Ich meine, immerhin haben wir einen Gewinn von 3% erzielt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man 3% mit einem einzigen Trade an Gewinn machen kann. Eine zweite Idee ist, und darauf habe ich ja schon vorhin so ein bisschen im Vorspann geliebäugelt, dass man zum Beispiel hingehen kann und sagen, okay, ich verkaufe vielleicht einen Teil meiner Position, um einfach mal ein Stück der Gewinne mitzunehmen und lasse den Rest jetzt zum Beispiel auf der nächstgrößeren Zeiteinheit beispielsweise auf Stundenbasis weiterlaufen, weil jetzt könnte ich natürlich meine Gewinne in dem Trade, die ich habe hier, einfach weiterlaufen lassen. Weil der Trade ist ja im Prinzip risikolos, weil wir ja schon 3% Gewinn mitgenommen haben. Und wenn wir jetzt die Hälfte der Position oder einen gewissen prozentualen Anteil auf der nächstgrößeren Zeiteinheit weiterlaufen lassen können, können wir natürlich noch viel, viel mehr Gewinne machen. Also Alternative ist, wie gesagt, Teilverkauf und den Trade in eine nächstgrößere Zeiteinheit zu überführen. So, und so lief der Trade dann weiter. Also wir haben ja gesehen, wir sind hier auf diesem Level hier aus der Aktie herausgekommen und dann sehen wir, wie der Trend hier im Prinzip noch tagelang weiterlief. Wir konnten hier immer sehr schön die Stops unter die Tiefs setzen und das, wie gesagt, im Stundenhandel. Also es ist wirklich eine sehr angenehme Art des Handelns, weil, wie gesagt, wir sind mit der Position ja schon im Plus gewesen nach dem Teilverkauf und können jetzt unsere Gewinne einfach schön nach vorne bringen. Und zwar bis zu diesem Zeitpunkt ein Gewinn von 10%. Erinnern wir uns, wenn wir den Trade am Tagesende geschlossen hätten, am ersten Tag, wäre ein Gewinn von 3% zustande gekommen. Und diese 10% bezieht sich nicht auf irgendwelche Hebelprodukte oder sonstige Dinge, die man ja beim CFD ja mehr oder weniger nutzt, wo sie ja, weil sie ja mit der Margin arbeiten, nur mit einem kleinen Teil, sondern es ist jetzt hier in einer Aktie direkt als Direktinvestment gewesen. Wenn Sie natürlich mit einem Hebel arbeiten, können Sie die Performance natürlich noch viel, viel mehr aufpusten. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viel Margin sie man jetzt genau für Aktien hinterlegt, weil ich recht wenig mit CFDs handle. Aber das ist wirklich eine super Geschichte, wenn man so dieses Screening macht und sieht, man ist hier ein paar Tage in so einem Trade drin und kann hier wirklich 10% Gewinn in ganz, ganz kurzer Zeit ohne Hebel mitnehmen. So, großer Vorteil ist, wie gesagt, dass wir viele Gewinne bekommen und das vor allen Dingen in volatilen Börsenphasen. Also wir haben ja im Januar eine sehr stark volatile Phase gehabt, dann im Februar hat sich es ein bisschen beruhigt. Auch jetzt sehen wir eigentlich, dass die Märkte wieder recht volatil sind, zumindest im deutschen Markt. Der amerikanische Markt läuft ja doch recht ruhig und sehr sauber. Darüber haben wir ja auch schon am Montag gesprochen im Marktausblick. Also wer long handeln möchte, ist natürlich sehr gut mit dem amerikanischen Markt momentan bedient, während wir natürlich im deutschen Markt häufig unsere Chancen eher auf der Short-Seite suchen sollten. Ist auch ein guter Vorteil, weil man hat wirklich so einen Mix zwischen Long und Short, wenn man das möchte. Denn der eine tradet vielleicht auch lieber den US-Markt, der andere lieber den deutschen Markt. Ich selber handle beide Märkte und zwar sehr, sehr gerne, vor allen Dingen auch den deutschen Markt. Ich habe, als ich angefangen habe, 1996 eigentlich ausschließlich Aktien aus dem deutschen Markt gehandelt, fast 8 oder 9 Jahre lang und habe dann erst angefangen, amerikanische Werte dazuzunehmen. Heute mache ich 2 Sessions, eine deutsche Session morgens und nachmittags eine reine US-Session. Das heißt also, morgens handle ich wirklich nur deutsche Werte und im Nachmittagshandel nur amerikanische Werte. Das heißt nicht, dass ich tagsüber meine deutschen Werte dann verkaufe, die ich morgens eingegangen bin, wenn ich noch in einer Position drinne bin, aber ich würde nachmittags jetzt nicht unbedingt noch um 16.30 Uhr einen deutschen Wert aufmachen und vielleicht eine Aktie kaufen. So, durch die Überführung des Trades von einer kleinen Zeiteinheit, zum Beispiel von 10 Minuten oder auch von 5 Minuten auf eine nächstgrößere Zeiteinheit und Trendgröße, würden wir unsere Gewinne natürlich, wie gesagt, hier wie in dem Beispiel mehr als verdreifachen. Und wenn ich Ihnen sage, der Trade, den haben wir hier auch einen Teilverkauf gemacht, wir haben letzte Woche nochmal drüber gesprochen gehabt, auch im Rahmen eines Webinars. Ich habe ihn sogar dann auf Stunde überführt, also von Stunde auf Tag überführt, wieder einen Teilverkauf gemacht und der Trade läuft eigentlich immer noch und die Aktie war zwischenzeitlich sogar schon bei über 19 gewesen. Das heißt also, der Trade ist immer noch offen, weil jetzt der Rest auf Tagesbasis verwaltet wird. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache und wenn wir uns überlegen, hier war der Einstieg in einer recht kleinen Position, kleines Risiko und dann ist das Ganze sehr schön weitergelaufen. So, hier nochmal die Vorteile, kleines Initialrisiko.
Wir können dadurch eine große Position fahren, also wirklich besser auf einer kleinen Zeiteinheit in den Trade hineingehen, als so einen großen Stop hier von 8% nehmen, Teilverkauf zum Handelsschluss und dann den Gewinn im Prinzip, wenn man möchte, entweder mitnehmen am Handelsschluss oder sagen, wir machen einen Teilverkauf und nehmen den Rest auf der nächstgrößeren Zeiteinheit mit. Okay, jetzt nochmal ein Beispiel auch zum deutschen Markt. Also wenn man zum Beispiel einen Index handelt, weil ich ganz, ganz viele Anfragen auch bekommen habe, kann man das dann nicht auch mit Indizes machen? Natürlich hier nochmal gegenübergestellt den FDAX gegenüber den CFD. Wenn wir hier den Einstieg vielleicht an einem Hochpunkt machen würden, hier zur Eröffnung bei 9.300 Punkte und wir würden den Stop hier auf einen Stundentief setzen, dann sehen wir schon, das sind 175 Punkte. Das ist für viele, viele Trader ein viel zu großes Risiko mit über 4.000 Euro bei einem einzigen Kontrakt, den wir hier angehen wollen. Das macht natürlich für die meisten wenig Sinn. Und selbst wenn wir es in CFD haben, also das ist der kleine, wenn es dann 875 noch bei 5 Euro pro Punkt, bei einem CFD wären es immerhin noch 175 Euro. Auch das ist eigentlich für viele, viele Trader ein Risiko, was zu groß ist. Deswegen bieten sich auch hier, wie gesagt, untergeordnete Trends auf alle Fälle an. Wichtig ist nur, dass wir erkennen, dass zum Beispiel auf dem großen Zeiteinheit wie hier auf der Stunde ein sauberer Trend vorhanden ist. So, und dann, wie gesagt, kann man das Ganze eben als CFD handeln. Entweder man bleibt auf dieser Zeitgröße Stunde oder man macht das Ganze intraday. So, ne? Und dann können wir dann uns überlegen, wenn uns der Stop zu groß ist, und das mache ich eigentlich immer so, wenn ich überlege, ja, welche Möglichkeit des Einstiegs möchte ich denn jetzt? Möchte ich jetzt den Trend auf der Stunde handeln oder möchte ich lieber die Bewegung handeln? Dann schaue ich einfach, wie groß ist mein Stop und das Risiko, was ich dazu habe. Und wenn ich sage, naja, das ist mir jetzt hier zu groß, das Risiko, dann kann ich zum Beispiel alternativ zum Beispiel sagen, dann mache ich halt einen Bewegungstrade, das heißt Stop unter die letzte Kerze, unter Einbeziehung natürlich der Innen- und Außenkerzen. Das macht man ja als Markttechniker häufig so. Und dann haben wir vielleicht noch ein Risiko von 85 Punkten oder entsprechend 85 Euro. So, und das Ganze möchte ich Ihnen jetzt auch mal zeigen, wie ich das Ganze zum Beispiel in einem Trade mache, wenn ich zum Beispiel in einem DAX zum Beispiel unterwegs bin und da einen DAX-Trade mache oder eben auch in einem anderen Markt. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel den DAX gehabt der letzten Tage. Wir hatten es ja am Montag schon gesagt, dass der deutsche Markt eigentlich der schwächste Markt von allen mir beobachteten. Ich beobachte ja immer den FDAX sowie auch den S&P und den Nasdaq und handle die entsprechenden Aktien daraus. Und hier kann man wirklich sehr schön sehen, wir haben auf der großen Zeiteinheit, hatten wir ja darüber gesprochen, eher die Phase, wo der Markt nach unten läuft, wir sind unter den großen EMAs, aber wenn wir jetzt hier die Stunde nehmen, haben wir schon, kann man ganz gut sehen, eine sehr schöne Korrektur gesehen. Das heißt, wir laufen hier wirklich gegen den Trend nach oben. So, das ist der erste Punkt. Wir haben auch schon darüber gesprochen gehabt, dass wir hier zwar neue Hochs immer wieder gesehen haben in der letzten Woche, aber was leider ein bisschen erschreckend war, und das ist natürlich immer wichtig im Trading, die Hochs sind eigentlich nie signifikant gewesen. Das heißt, es gab immer kleine Hochs, aber der Markt ist da immer wieder abgeprallt, ist sehr, sehr stark zurückgekommen. Also jede Gegenbewegung hier entsprach immer so in etwa 250 Punkte. Das heißt, da oben war einfach kein Durchkommen. Und das macht natürlich dann auch keinen Sinn, Long aufzumachen an so einem extrem Hochpunkt. Ich gehe da ja auch in meine Workshops immer darauf an, dass es keinen Sinn macht, an diesem ganz, ganz großen Big Points einen Trade aufzumachen, sondern immer erst zu warten, was denn hier an dieser Stelle passiert und wie man das Ganze dann umsetzen kann. Das zeige ich jetzt auch gleich in einem Trade, was man nämlich hier auch sieht. Plötzlich Anfang der Woche ist dann der Markt hier einfach unter die Tiefs hier gerauscht. Zeichne ich auch gerade einmal ein, damit wir das auch haben, so eine horizontale Linie hier. Hier waren die Tiefs so etwa auf einer Höhe gewesen, was nämlich auch ganz wichtig ist für uns. Wenn es dann hier nämlich zu einem Durchbruch kommt, dann ist dieser Aufwärtstrend oder dieser Korrekturtrend, den wir im FDAX gesehen haben, erst einmal beendet. Das heißt, ich brauche mir jetzt auch um Longs erstmal keine Sorgen mehr zu machen, sondern jetzt geht es erst wieder darum, bekommen wir hier vielleicht einen neuen Abwärtstrend und wie kann ich diesen denn handeln? Denn den Anfang des neuen Abwärtstrends, den können wir hier ja auch schon sehen, dann zeichne ich hier auch einfach mal ein. Also hier ist ja der alte Hochpunkt gewesen und dann sehen wir schon, es gibt hier kein höheres Hoch mehr. Im Gegenteil, der Markt ist hier durchgerauscht durch die alten Tiefs, was natürlich noch kein neuer Abwärtstrend direkt ist, aber es ist natürlich schon mal ein Indiz dafür, dass der Markt hier nicht weiterläuft. So, dann haben wir hier nochmal eine schöne Gegenbewegung gesehen und dann hat sich der Markt wieder aufgemacht nach
unten. Und jetzt war natürlich hier wichtig, dieser Punkt hier unten, das alte Tief, denn wenn es da durchgeht, dann sollte natürlich eine starke Bewegung entstehen auf der Short-Seite. So zumindest die Idee, weil wir sehen ja hier, dass hier sich ein Trend entwickelt. Die alte Korrekturbewegung, die wir hier hatten, ist damit aufgehoben und somit bestehen hier gute Chancen, dass der Markt nicht mehr long trendet, sondern ganz im Gegenteil, dass wir jetzt eine Short-Bewegung bekommen. Und das werden wir jetzt mal uns anschauen, wie man das Ganze umsetzen kann, ob das jetzt im Mini-DAX ist, so wie jetzt hier. Das heißt, es ist dieser F-DAX, den man für 5 Euro pro Punkt handeln kann oder alternativ als CFD. Das spielt eigentlich keine Rolle, in welchem Produkt man das dann handelt. Deswegen zeige ich das hier, weil natürlich viele einfach gerne Indizes handeln und deswegen möchte ich hier einfach zeigen, wie man das Ganze dann umsetzen kann. So, also wir haben hier zur Handelseröffnung dann ein Gap gesehen gestern. Das heißt, der Markt hat dann auch nicht nur dieses Gap gemacht, sondern ist dann auch noch unter die Tiefs gefallen, was auch immer ganz wichtig ist im Trading, wenn so Märkte unter Tiefpunkte fallen. Und dann schauen wir mal, was passiert ist. Also ich habe mir das so angewöhnt, dass ich mir keine Trades in den ersten Minuten der Handelseröffnung mache. Das liegt einfach daran, das kann man hier auch ganz gut sehen, das Handelsvolumen am Anfang ist extremst hoch zur Handelseröffnung. Das können wir eigentlich jeden Tag erleben. Das liegt einfach an dieser Art Auktionsverfahren, wie der erste Kurs zustande kommt, auch der letzte Kurs im deutschen Markt. Deswegen ist dort das Volumen immer extremst hoch. Deswegen handle ich diese Phase erstmal nicht, sondern ich warte erstmal ab, wie der Markt sich hier einfach entwickelt. Und wir sehen ja auch, er tendiert hier eigentlich mehr oder weniger seitwärts. Und dann, wenn es auf 9 Uhr zugeht, dann entsteht für mich eigentlich so die spannende Phase. Das können wir jetzt hier auch schon mal einzeichnen. Also wir sehen, dass der Markt hier von oben durch das Gap hier heruntergekommen ist, hat dann hier so eine Erholungsphase gemacht, macht dann ein neues Tief. Hier sind auch viele geneigt, diese Tiefs dann natürlich zu verkaufen. Das kann man auch machen, das funktioniert auch. Man muss nur sich darüber im Klaren sein, wie gesagt, dass das Handelsvolumen zu dieser Zeit noch relativ gering ist und dass es dann natürlich auch viel zu Fehlsignalen kommt. Gerade im F-DAX erlebt man das immer wieder. Also von daher, also ich nutze halt lieber die Phase, dass ich einfach sage, ich warte einfach noch ein bisschen ab auf diesen Retest, ob wirklich der Markt hier das alte Tief, was hier gewesen ist, wirklich hält und nicht hier plötzlich wieder nach oben wegschießt. Und das ist hier passiert. Der Markt kommt hier runter, macht ein neues Tief, macht dann hier diese technische Gegenbewegung genau an diese alte Ausbruchsmarke, an diesen P2 heran auf der Short-Seite. Und dann entschließe ich mich hier einfach, ein Trade zu machen an diesem Punkt mit einer Stop-Order. Ist relativ einfach. Man kann dann hier auf das Hoch seinen entsprechenden Stop setzen und schon weiß man, okay, hier in diesem Falle ist das Risiko knapp 20 Punkte gewesen. Also wenn man es jetzt als CFD umsetzt mit einem Kontrakt, würde man halt ein Risiko von etwa 20 Euro eingehen. Ich mache das sehr gerne immer mit zwei Kontrakten. Also in dem Fall wären es dann 40 Euro als Risiko, einfach damit man auch einen Teilverkauf machen kann. So. Hier oben sieht man auch den Stop, der hier mitläuft im Agena Trader. Das ist einmal ein Hard Stop, den ich immer von Hand nachziehe. Und es gibt noch einen sogenannten Soft Stop. Ich möchte jetzt gar nicht genau auf die technischen Gegebenheiten eingehen, aber für mich ist es immer ganz wichtig, noch so einen zweiten Stop im System zu haben, falls ich nämlich mal kurz weg muss oder im Telefongespräch bin, dass der Trade dann von alleine verwaltet wird. So, jetzt sehen wir hier, es gibt ein neues Tief und unter markttechnischen Gesichtspunkten ist das für mich halt ein wichtiger Punkt. Das heißt, sobald wir hier ein neues Tief machen, was tiefer ist als hier, dann kann ich mich dazu entschließen, den Stop einfach auf das letzte Hoch hier nachzuziehen. So, jetzt gibt es hier wieder ein neues Tief. Das heißt, hier ist die Gegenbewegung und ich kann wieder meinen Stop mit dem neuen Tief hier automatisch nachziehen. Und es gibt wieder ein neues Tief und wie Sie sehen können, der Stop wird hier wieder automatisch von mir nachgezogen, beziehungsweise er wird nicht automatisch nachgezogen, ich ziehe den hier einfach nach. So, wichtig ist, wo sind meine Gewinnziele für einen solchen Trade, den ich hier eingehe. Ich mache das eigentlich immer relativ einfach, habe ich vorhin vergessen einzuzeichnen. Also wenn ich hier oben meinen Stop habe und hier meinen Einstieg habe, ich werde immer versuchen, mit einem Trade mindestens 2R Gewinn zu machen. 2R heißt, also wenn ich hier einem Risiko von 20 Punkten hineingegangen bin in den Trade, ist das
Ziel hier mit dem Trade mindestens 40 Punkte zu machen, mit dem ersten Teilverkauf und mit dem zweiten dann entsprechend das Doppelte. Das kann man auch sehr gut erreichen, denn wir haben hier einen Stop, wie gesagt, der knapp 20 Punkte groß war und wir haben so eine durchschnittliche Range im DAX, die eigentlich fast immer bei 120 bis 140 Punkten ist, momentan sogar noch eine ganze Ecke mehr, weil die Volatilität jetzt auch wieder angesprungen ist ein wenig, aber prinzipiell, das ist die normale Range und das heißt, wenn wir einen Stop von 20 Punkten haben, dass wir unsere Kursziele von 40 beziehungsweise 80 Punkten erreichen, ist recht wahrscheinlich. So, es gibt jetzt hier wieder neue Tiefs, das heißt, ich kann den Stop hier wieder nachziehen und hier sieht man schon, mit dieser Kerze ist dann auch der erste Teilverkauf hier erreicht worden. So, mit dem neuen Tief werden hier auch die Stops dann wieder nachgezogen und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wie weit der Markt läuft. Der zweite Teilverkauf ist auch schon im Prinzip im System drinne, der ist nicht ganz erreicht worden, als der Markt hier runtergekommen ist. Das heißt, ich musste hier noch ein bisschen warten und bangen, weil der Markt hier natürlich noch mal ein ganzes Stück zurückgekommen ist. Es ist hier nochmal 30, 40 Punkte hochgelaufen und dann aber einige Minuten später kam dann der entsprechende Bereich, wo dann auch der Trade dann ausgeführt wurde. Da unten können wir den Pfeil schon sehen, da kommt er. Und da war dann entsprechend der Trade zu Ende. Also so läuft es im Prinzip, wenn ich versuche, im Index zu handeln oder auch im Aktienbereich. Man versucht einfach, sich genau anzuschauen, wie sieht die Großwetterlage aus, also wie sieht das Ganze auf Stundenbasis aus, wenn wir intraday handeln wollen. Idealerweise läuft alles in die gleiche Richtung. Ich nenne das immer die schönste aller Welten, wenn Tag, Stunde und natürlich die kleine Zeiteinheit alles in eine Richtung zeigt, wenn wir aus der Korrektur herauskommen. Das ist hier in diesem Falle so gewesen. Der Markt ist sehr lange in der Korrektur gewesen und wir haben ja die Chance gehabt, zu einem idealen Zeitpunkt hier in ein Trade auf die Short-Seite zu wechseln. Okay, dann möchte ich Ihnen noch eine weitere Markt zeigen, zum Beispiel den FGBL, den Bund Future. Es geht eigentlich gar nicht darum, jetzt viele Trades zu zeigen, sondern einfach nur mal, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist, wirklich auf diese Bewegung und Korrekturen zu achten, um dann einen entsprechend guten Trade zu finden. Und warum man eigentlich lieber Bewegungen handeln sollte als Korrekturen. Ich weiß, dass viele Händler und Trader, gerade wenn sie anfangen, sehr, sehr viel auch Korrekturen traden. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Das liegt natürlich häufig daran, dass man einfach sich schwer disziplinieren kann, einfach mal einige Stunden vielleicht nicht zu handeln, manchmal sogar, je nachdem, welche Zeiteinheit man handelt, vielleicht sogar einige Tage nicht zu handeln. Aber hier kann man ganz gut sehen, warum man eigentlich keine Korrekturen handeln sollte. Der Bund Future an sich oder auch der Bund ist in einer großen Aufwärtsphase. Und wie gesagt, es geht jetzt gar nicht um den Bund an sich, das könnte auch eine Aktie oder ein Index sein. Ich möchte hier einfach nur mal zeigen, wenn man jetzt hier versucht, aus der Korrektur zu handeln, wie einfach es im Prinzip ist, wenn man nur die Bewegung handelt und nicht den Trend. Denn wenn wir uns das anschauen, hier, wenn wir die Korrektur uns anschauen, der Markt kommt hier runter, läuft hier hoch. Also wenn wir uns jetzt entscheiden würden, hier unten drunter, unter dem Tief eine Position Short einzugehen und setzen den Stop hier oben über das Hoch, was man ja standardmäßig meistens so macht, dann sehen wir schon, es geht zwar erstmal in unsere Richtung, aber dann im Anschluss daran, in der Korrektur, zieht der Markt hier hoch und holt uns einfach aus unserem Trade wieder heraus. So, erster Trade, den wir gemacht haben in der Korrektur, hat nicht funktioniert. Da sind wir schon wieder und sagen, Mensch, wusste ich doch gleich, funktioniert nicht immer gut das Trading, aber gut, da können wir noch mit leben. So, jetzt passiert das nächste, der Markt läuft hier wieder runter, macht kein tieferes Tief. Wir entschließen uns vielleicht, am Hoch long zu gehen, weil wir denken, naja, wenn Short nicht geht, dann probieren wir es halt auf der Long-Seite. Was passiert? Wir kommen auch in den Trade hinein und was passiert als nächstes? Der Markt fällt unter das Stop-Level, was wir natürlich entweder hier oder hier gehabt haben. Das ist einfach die Phase, wo der Markt in einer Korrektur ist und diese Korrekturen, kann man hier schon sehen, verlaufen sehr unsauber. Wir bekommen hier nämlich nicht, wie das in der Bewegung häufig ist, fallende Tiefs und fallende Hochs, sondern das wechselt sich hier häufig ab, nämlich ein Hoch, ein tiefes Tief, ein höheres Hoch plötzlich und dann wieder ein tieferes Tief. Und um das Ganze zu komplettieren, gibt es anschließend nochmal ein höheres Hoch und nochmal ein tieferes Tief. Also egal, an welcher Stelle wir hier eigentlich eingestiegen werden, wir werden überall herausgeholt worden aus dem Markt. Das kann gut gehen, wenn wir einen Korrekturhandel machen. Also ich will gar nicht sagen, dass das pauschal nicht funktioniert, aber die allermeisten Trader, die ich kenne,
egal ob aus meiner Facebook-Gruppe, aus den Coachings, aus den Workshops, die Korrekturen gehandelt haben, ich kenne da fast keinen von, der es profitabel betreibt. Also die meisten sind eigentlich nur profitabel, wenn sie im Bewegungshandel sind und nicht im Korrekturhandel. So, wenn wir uns das Ganze jetzt auf der anderen Seite anschauen, da können wir nämlich sehen, dass hier tatsächlich es ganz anders verläuft. Das heißt, der Markt läuft hier eigentlich sehr, sehr schön nach oben. Kann man hier sehr schön sehen. Der Markt macht hier im Prinzip den Anfang, so läuft hier hoch, korrigiert, macht ein höheres Hoch, ein tieferes und wieder hoch und herunter und immer das gleiche Spiel. Also wenn wir uns das Ganze betrachten, das ist, also A ist der Bund, wie gesagt, sowieso ein Markt, der sehr longlastig ist. Inwieweit das wirklich noch weiter nach oben gehen kann, ist ein ganz anderes Thema. Das hängt ja da so ein bisschen damit zusammen, wie weit denn eigentlich der Markt noch steigen soll, wenn wir doch ein Zinsniveau von Null haben. Aber das wird hier jetzt zu weit führen. Vielleicht machen wir das einfach mal in einem eigenen Webinar, wo wir mal darüber diskutieren können, ob Märkte auch unter Null Zinsniveau fallen können. Also wir sehen es ja im Prinzip, es geht schon so, aber darum geht es ja nicht. Also wir sehen, Bewegungshandel ist wesentlich einfacher und wenn wir jetzt auf den kleineren Zeiteinheiten sind, können wir es noch viel, viel einfacher umsetzen, weil wir viel engere Stops hier haben. Also das mal dazu, wie man das Ganze wirklich sehr gut angehen kann. Fassen wir also nochmal die wichtigsten Dinge zusammen. Aus meiner Sicht ist der Schlüssel zum Erfolg sicherlich ein gutes Screening. Das heißt, wir sollten immer darauf achten, dass wir Märkte heraussuchen, die einen sauberen Trend haben. Wenn wir Devisen handeln, dann haben wir ja die Möglichkeit, unter vielen Devisenpaaren auszusuchen. Gerade im CFD-Bereich gibt es ja doch eine sehr große Anzahl an Devisen, die man handeln kann. Wenn man Indizes handelt, dann muss man schon ein bisschen aufpassen, weil es gibt natürlich den DAX zu handeln, es gibt auch den MDAX oder auch den S&P und den Nasdaq, aber im Prinzip laufen die alle mehr oder weniger ähnlich. Auch wenn wir im Moment schon sehen, dass der amerikanische Markt viel stärker ist als der deutsche Markt, aber prinzipiell können wir da nicht so breit diversifizieren, wie wir das zum Beispiel im Devisenmarkt machen können. Und noch besser kann man natürlich diversifizieren, wenn wir dann in den Aktienbereich gehen. Also dann als zweites ist im Prinzip, wenn wir ein gutes Screening gemacht haben, und das ist für mich, wie gesagt, der Punkt überhaupt, um die richtigen Werte zu finden, deswegen lege ich da sehr, sehr viel Wert drauf, ist dann natürlich zu erkennen, habe ich einen sauberen Trend? Also genau das, was wir uns vorhin angeschaut haben, sehe ich wirklich steigende Hochs, steigende Tiefs in einem Aufwärtstrend oder analog eben auf der Short-Seite das gegenteilige Bild. Dann möchte ich immer nur in die Haupttrendrichtung handeln. Also ganz wichtig, ich möchte nur die Bewegungen handeln und nicht die Korrekturen. Und dann ist sicherlich eines der weiteren Schlüsselpunkte, oder ich nenne das auch immer das Fundament des Tradings, ein Risk- und Money-Management. Das ist so, man kann schon fast sagen, fast abgedroschen, dieses Thema Risk- und Money-Management. Also es gibt viele Bücher darüber, Videos, aber wenn Sie mal Ihr eigenes Trading anschauen und Ihr eigenes Risk- und Money-Management. Wenn es wirklich gut ist, das Risk- und Money-Management, sollte man eigentlich nie in die Bedrulle kommen, die Hälfte seines Kapitals oder womöglich das ganze Geld zu verlieren, wenn man mit einem vernünftigen Risk- und Money-Management arbeitet. Also da muss man wirklich viel Wert drauf legen, dass die Positionsgrößen nicht zu groß sind, aber dann eben auch mit richtigen Targets arbeiten, damit man wirklich relativ gut dann durch die Märkte durchkommt. Und dann natürlich aus meiner Sicht ganz wichtig, die 3Ds, nämlich Disziplin, Disziplin und nochmal Disziplin, weil das ist natürlich wichtig, denn gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in so einen Korrekturtrade, wie vorhin gezeigt, reinraten, weil wir es vorher vielleicht nicht besser gewusst haben oder warum auch immer, und wenn dann plötzlich so 2, 3, 4 Verlusttrades in Folge kommen, das hat sicherlich jeder schon mal erlebt, ich kann da auch ein Lied von singen, man hat vielleicht alles richtig gemacht und trotzdem hat es nicht funktioniert, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass Sie wirklich diszipliniert sind und hier auch den nächsten Trade wieder eingehen, unter den Voraussetzungen natürlich, dass wir uns an alles halten, was wir uns als Setup aufgeschrieben haben. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir wirklich unser gesamtes Setup, das ganze Mindset, was wir haben, ich benutze dafür so ein sogenanntes Yes-Set, dass man einfach sagt, okay, wenn das passt, dann gehe ich in den Trade. Und wenn das nicht da ist, weil wir ein, zwei Sachen finden, die uns nicht gefallen, dann lasse ich es einfach weg und sage, okay, ich nehme den nächsten Trade. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist überhaupt eine Outperformance im Handel von CFDs und vor allen Dingen auch mit kleinen Konten möglich? Diese Frage wird eigentlich regelmäßig gestellt. Ich habe gerade in den letzten Wochen und Monaten, vor allen Dingen nach den Vorträgen auch bei den Investment und Business Days, aber auch hier zu den Webinaren natürlich immer die Frage bekommen, geht das Ganze auch, wenn ich vielleicht nur ein Konto habe, was 5.000 Euro groß ist oder vielleicht sogar ein bisschen kleiner? Ja, es geht. Ja, also was man braucht, ist einfach ein gutes System, was man traden möchte. Es ist auch nicht, dass ich jetzt sage, Markttechnik ist jetzt das, die Allheilwaffe für alles im Trading.
Mitnichten, ganz außer Frage. Es gibt bestimmt Dutzende von Systemen, die sich genauso handeln lassen. Wichtig ist nur, dass man das, was man macht, versteht. Und deswegen versuche ich immer alles offen zu legen, dass man wirklich sehen kann, okay, wie geht das? Was steckt dahinter? Wo ist die Trading-Idee? Genauso wie wir es gerade gemacht haben. Warum will ich eigentlich Bewegungen handeln und nicht Korrekturen? Dass man es auch erklärt, dass der Kunde auch weiß, wieso, weshalb, warum. Und deswegen hatten wir das Projekt gemacht im Herbst, kleines Konto Großtraden, auch mit einem kleinen Einsatz, 5.000 Euro. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach mal schauen, nicht so ein Webinar so ein, zwei Tage zu machen oder mal so eine Stunde, sondern wirklich das Ganze mal über einen größeren Zeitraum uns anschauen. Und das Ziel war es, einfach mal ohne irgendein Hebelprodukt zu verwenden, mindestens 20% Performance im Jahr zu erreichen. So, dann haben wir angefangen mit dem Trading, haben einige Trades gemacht, alles auf großen Zeiteinheiten. Und Sie wissen ja selber, je kleiner die Zeiteinheit, desto mehr Gewinne kann man natürlich machen, weil man natürlich auch viel, viel mehr Trades macht. Wir haben hier recht wenig Trades in dieser Zeit auch gemacht. Hier in 4,5 Monaten nur 13 Trades. Also wenn man sich das überlegt, so jede Woche ungefähr im Schnitt einen Trade, den wir hier eingegangen sind. Das liegt einfach daran, es gibt Phasen, da kann man ganz gut traden. Und es gibt Phasen, die kann man nicht so gut traden. Wir haben am Anfang gehabt, im Herbst natürlich die Phase Oktober, November bis in den Dezember hinein haben wir einen schönen Long-Markt gehabt, dann im Januar einen ganz starken Short-Markt gehabt und dann im Februar hatten wir im Prinzip eher so einen Lala-Markt und da ist dann, sieht man auch schon hier unten, dann sind die Gewinner dann auch nicht mehr so groß gewesen. Das heißt also, da war es dann nicht so einfach zu traden und dann nimmt man sich einfach ein bisschen zurück. Und wir haben dann in so kurzer Zeit im Prinzip auf das gesamte Kapital 15% Performance gemacht, wenn man das aufs Jahr hochrechnen würde, was man natürlich normalerweise nicht macht als Trader, aber um das einfach mal anzuzeigen, dass es aufs Jahr gesehen 40% ohne Hebel. Also das heißt, wenn man das Ganze im CFD umsetzt und hier vielleicht sogar mit einem kleinen Hebel arbeitet, kann man sich selber ausrechnen, je nachdem, welchen Hebel Sie benutzen, was hier für Performance möglich ist. So, zu dieser Reihe, die wir jetzt gemacht haben, erfolgreich CFDs handeln, wird es natürlich auch natürlich mit der Idee, die wir vorher hatten, weil das im Herbst schon so gut funktioniert hat, kleines Konto groß traden. Wenn wir das Ganze jetzt in kleiner Form einmal machen, mit einer Dauer von knapp 2 Monaten, wird also 6 Webinare zu dem Thema geben, wo wir dann versuchen werden, auch hier zu zeigen, wie man mit CFDs das Ganze umsetzen kann. Ein Punkt wird auf jeden Fall sein, wie baut man überhaupt ein Handelskonto möglichst schnell auf, dass man vielleicht mittelfristig sogar es schafft, aus dem CFD-Bereich herauszugehen, um dann vielleicht am Präsenzmarkt zu handeln, sei es Aktien direkt oder auch die Future direkt. Dann natürlich, was sind die Grundlagen, damit man überhaupt langfristig erfolgreich an den Börsen ist, denn wir müssen uns immer überlegen, wer ist denn unser Kontrahent beim Handeln? Denn wenn wir traden, dann kann man natürlich sagen, naja, wenn ich handle, dann wird wahrscheinlich auf der Gegenseite auch ein privater Trader sitzen. Das wird auch häufig so sein, aber es gibt natürlich auch noch andere Akteure und ein großer Akteur ist natürlich neben den Leuten, die das sowieso mit ganz viel großem Geld machen, Fonds und so, natürlich der Berufshandel oder auch Händler, so wie ich und viele meiner Kollegen, die jeden Tag an den Börsen unterwegs sind und hier erfolgreich handeln. Und sie müssen sich natürlich versuchen, auf Augenhöhe mit diesen Händlern und Tradern zu bringen, dass sie zumindest vom Fachlichen her fit sind und hier bestehen können und verstehen, wie diese Händler eigentlich denken und was sie vielleicht anders machen als sie selber. Dann, wie gesagt, professionelles Risk- und Money-Management, gerade im CFD-Bereich natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich hier häufig sonst Probleme bekommen, was diese Sache des Hebels angeht. Wir werden natürlich auch über verschiedene Einstiegs-Setups sprechen. Ich werde Ihnen 2 Setups zeigen, die ich sehr, sehr gerne im Trading nutze, in den verschiedenen Zeiteinheiten und auch Trendgrößen, denn es ist eigentlich unabhängig, wie gesagt, ob man jetzt auf Tag-Stunde handelt, was wir vorhin gesehen haben bei kleines Konto, Großtraden oder im CFD-Bereich, wo man vielleicht eher lieber mal eine kleinere Zeiteinheit handelt, um vielleicht ein bisschen mehr Performance erreichen zu können. Und wir werden zeigen, wie man, wie gesagt, im Intraday-Handel vorgehen kann, wo bestehen Chancen, wo bestehen auch Risiken, denn es ist natürlich nicht so, dass der Handel mit CFDs mal so ganz einfach ist, das werden Sie vielleicht auch schon gemerkt haben, der eine oder andere kommt da ganz gut mit klar, aber es gibt auch sehr, sehr viele Händler, die natürlich Schwierigkeiten haben, gerade im Intraday-Bereich und ich möchte zumindest Sie davor bewahren, in die größten Fallen hier hineinzutappen. Alle Infos dazu natürlich auf meiner Website www.lüdemann-coaching.de können Sie sich gerne noch anmelden. Es gibt noch einige freie Plätze. Wir machen das Ganze so, dass wir eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, damit wir auch auf die Fragen natürlich antworten können innerhalb der Webinar-Reihe. Wir werden vielleicht auch nochmal ein Video hinten dran machen mit Fragen, aber das ist ganz, ganz wichtig.
So, und das ganze Konzept habe ich vor einigen Wochen CapTrader auch vorgestellt und die haben gesagt, Mensch, das hört sich doch gut an. So ist überhaupt diese Webinar-Reihe der letzten drei Teile entstanden, dass wir gesagt haben, könnte vielleicht eine interessante Geschichte sein. Und CapTrader und FXSplit haben dann gesagt, okay, wenn du das machen willst, Mario, dann unterstützen wir das ganz gerne auch. Es wird hier, wie gesagt, 6 Webinare geben zu dem Ganzen. 280 € wird das Ganze kosten. Anmeldungen, wie gesagt, über meine Website sind möglich. Und das besonders Schöne, und darüber habe ich mich dann auch sehr gefreut, ist, dass FXSplit und auch CapTrader gesagt haben, okay, wir beteiligen uns sogar mit bis zu 50% an den Kosten des Webinars bzw. der Webinarreihe, also sprich bis zu 140 €. Die genauen Bedingungen finden Sie sowohl auf meiner Website als auch bei CapTrader oder FXSplit. Direkt nur die Anmeldung müssen Sie über meine Website machen. So, und jetzt würde ich sagen, habe ich eine ganze Menge erzählt zu den verschiedenen Themen, die diese ganze Reihe betrifft. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, ich habe schon vorhin so mit einem Auge gesehen, dass so nebenbei ein bisschen die Fragen reingekommen sind, dann würde ich jetzt auch noch gerne Ihre Fragen beantworten. Ja, also ich schalte mich einfach mal mit ein, weil ich einige Fragen jetzt schon hier gelesen habe und zum einen natürlich zu der Webinarreihe, aber zum anderen auch zu ein paar Folien, die du jetzt auch hier gezeigt hast. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn du 3, 4, 5 Folien zurückgehen kannst, nochmal zu den Trades mit dem 5.000 € Konto. Ja. Da kam eine Frage, welche Positionsgrößen da gehandelt wurden. Vielleicht kann ich da auch noch direkt noch eine Frage dazu stellen, was mich jetzt auch interessiert. Da steht ja die Spalte Stop-Loss. Bei den ersten Trades waren es immer 100 € und danach ein kleinerer Betrag. Lag das an einer anderen Strategie oder ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Aber klar, also erst einmal ist es so, dass die Positionsgrößen niemals größer als 1.000 bzw. maximal 2.000 € groß waren. Das liegt einfach an der Größe. Natürlich, je größer ein Konto ist, desto kleiner sollte man natürlich seine Positionsgrößen prozentual fahren. Umgekehrt ist natürlich so, wenn man ein kleines Konto hat, dann ist es natürlich sehr schwer zu sagen, ich sag mal, wenn das Konto noch kleiner ist, dass man plötzlich 3, 4, 5 Positionen gleichzeitig fährt. Also die Idee hier war, dass wir 3, 4 Positionen gleichzeitig fahren und von daher war das Risk dementsprechend angelegt, dass wir immer zwischen 1.000 und 2.000 € Risiko pro Trade maximal einfahren. Wir haben auch 2 unterschiedliche Stop-Systeme gefahren. Wir haben in den ersten Wochen, als wir einen sehr schönen Aufwärtsmarkt gehabt haben, also sprich Oktober, November, Dezember, das Risiko pro Trade auch etwas größer gefahren. Ich verwende ja ein bestimmtes Screening-Modell, ein 6-Phasen-Modell, nachdem ich beurteile, wann möchte ich in einen Trade überhaupt reingehen oder in einen bestimmten Markt hineingehen. Das System sagt mir aber auch an, ob ich mit einer großen Positionsgröße rein möchte, also so wie jetzt hier mit einem Stop-Loss vielleicht von 100 €, oder ob ich meine Positionsgröße halbiere oder sogar auf ein Viertel herunterbringe. Dieses System verwende ich jetzt seit gut 10 Jahren und wir haben es jetzt versucht, ein bisschen zu automatisieren im Agena-Trader. Mehr dazu gibt es dazu auch auf meiner Website, aber das ist eigentlich der Hintergrund gewesen, dass wir ursprünglich gesagt haben, Positionsgröße 1.000 bis 2.000 € und maximales Risiko 2% auf das Kapital, also sprich hier 100 € darf das Maximale sein und haben es dann wirklich an die Marktphase angepasst. Danke dafür. Es kamen auch jetzt ein paar Fragen noch zur Webinarreihe, also auch zu den Inhalten. Ob da oder auch von verschiedenen Teilnehmern, ich sag mal, ähnliche Fragen. Und zwar bei einigen Fragen ging es da halt auch um das Screening, ja, insbesondere Agena Trader. Du hast ja gesagt, klar, du benutzt ein 6-Phasen-System. Wird in der Webinarreihe auch auf dieses Screening der Aktien eingegangen? Ja, ich werde auf jeden Fall natürlich auch auf das Screening zu sprechen kommen. Wir werden allerdings hier genauso wenig wie bei kleines Konto groß werden, das komplette System des 6-Phasen-Modells vorstellen können. Das liegt einfach daran, dass es zeitlich einfach den Rahmen sprengen würde. Wir machen dazu im Juni einen Workshop, der über 2 ganze Tage geht, also weit über 10 Stunden. Da sieht man schon, also das kriegt man nicht komplett in so eine Webinar-Reihe rein. Wir werden aber screenen, so wie wir das jetzt hier auch gemacht haben, auch wie wir das am Montag schon gemacht haben beim Marktausblick, dass ich einfach zeige, wann lohnt es sich, in welchen Markt hineinzugehen und wie finde ich von Hand, auch ohne den Agena Trader, denn nicht jeder hat ja den Agena Trader, wie finde ich dann trotzdem die stärksten Werte mit dem größten Beta, das zeige ich dann auf jeden Fall.
Okay, jetzt war noch eine Frage auch offen, die ist schon was länger her. Da ging es um, Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, im Prinzip, der Teilnehmer hat geschrieben, das heißt doch, es wird über Nacht offen gehalten und nicht geschlossen, richtig? Ich vermute, es bezieht sich jetzt auf eine Frage oder auf eine Folie, wo es darum geht, wie man den Stop nachzieht. Und zwar, ich glaube, das war ThyssenKrupp, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was du am Anfang auch Ja. gezeigt hast, dass man dann halt auch bei solchen Trades jetzt hier, wenn man höhere Tiefs hat, ja, genau, der Teilnehmer hat das jetzt bestätigt, natürlich den Stop nachzieht und dann auch die Position über Nacht offen hält, diese Position. Ist das richtig? Das war jetzt Ja, die ist richtig. Frage. Also alle Trades, die ich Intraday mache, also sprich Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, die schließe ich pauschal am Ende des Tages. Oder das Zweite ist, dass ich sage, okay, ich verkaufe halt einen größeren Teil der Position, berechne dann für den Trade, den ich jetzt auf Stunde vielleicht weiterführen möchte, das Risiko neu. Also ich möchte dann nicht ein größeres Risiko haben als vorher, sondern ich sage mal, wenn ich jetzt hier bei diesem Konto, kleines Konto, Großtraden 100 Euro gemacht habe, dann darf auch das Risiko, wenn ich den Stop auf Stundenbasis auf das Tief setze, natürlich auch für die Restposition nicht größer sein. Das ist sicherlich ganz außer Frage. Es macht halt wirklich Sinn, wenn man gleich über Nacht geht, also sprich ab Stundenbasis aufwärts, muss man im Prinzip Trades mit über Nacht nehmen. Denn der US-Markt hat ja nur 6,5 Stunden auf. Das heißt, wenn ich hier auf Stundenbasis einen Trade eingehe und ich komme erst um 17, 18 Uhr in den Trade, macht es natürlich wenig Sinn, den 4 Stunden später wieder zu schließen. Der Punkt ist einfach, Intraday haben wir ja meistens sehr, sehr kleine Stops, während wir natürlich die Stops auf Stunden- oder Tagesbasis dann ja eher im Prozentbereich liegen. Und von daher können wir dann auch eigentlich problemlos den Trade mit über Nacht nehmen. Wichtig ist nur, dass wir darauf achten müssen, dass natürlich keine Quartalszahlen zu dem Unternehmen kommen, wenn wir über Nacht gehen, weil dann entstehen natürlich häufig große Gaps und die können wir so zum großen Teil im Prinzip ausschließen. Okay, dann kommt eine ähnliche Frage, die auch in diese Kategorie passt, denke ich. Die Frage ist die, beim Trend überführen, zum Beispiel 10 Minuten auf 60 Minuten, muss ja auch der Stop auf 60 Minuten Niveau verschoben werden, oder? Genau. Also der Stop muss dann auch auf das 60-Minuten-Tief gezogen werden. Deswegen müssen wir, wenn wir einen Teilverkauf machen, vorher uns hinsetzen und kurz berechnen, wie groß ist dann tatsächlich der Stop auf Stundenbasis. Nehmen wir mal an, der war vorher 0,5% und ist jetzt vielleicht 1,5% groß. Dann müssen wir natürlich unsere Positionsgröße so anpassen, dass wir sagen, okay, ich darf dann halt nur ein Drittel der Position einfach mit über Nacht nehmen. Weil ich möchte natürlich nicht überrascht werden, dass ich dann plötzlich einen größeren Verlust habe als das, was ich ursprünglich gedacht habe. Genau. Jetzt gucke ich noch mal gerade. Ja, eine Frage, eine allgemeine Frage. Sollten Anfänger eher in den größeren Zeiteinheiten handeln? Also das ist auf jeden Fall wesentlich einfacher in den großen Zeiteinheiten. Das habe ich ja hier auch zum Beispiel gezeigt, dass man hier wirklich, wenn man auf den großen Zeiteinheiten Tag und Stunde agiert, nicht nur eine sehr schöne Performance ohne Hebel erreicht. Also wenn man, wie gesagt, mit CFDs handelt, kann man natürlich noch einen viel höheren Ertrag erreichen. Aber darum geht es eigentlich nicht. Man sieht das auch an der Trefferquote. Wir haben hier eine Trefferquote gehabt, die natürlich auf die wenigen Trades nicht so aussagekräftig ist, als wenn wir jetzt 100 oder 1000 Trades hätten, aber wir haben jetzt über diese Marktphase, wo wir im Prinzip einen starken Longmarkt hatten, aber auch im Januar eine starke Abwärtsbewegung, wo es 15% am Stück nach unten ging, von etwa 70% gab. Das ist natürlich überdurchschnittlich gut. Das kann man auch bei mir in der Facebook-Gruppe immer nachlesen. Ich poste das meistens quartalsweise auch so ein bisschen was zu Trefferquoten. Aber prinzipiell ist es so, dass die großen Zeiteinheiten wesentlich einfacher zu handeln sind. Dann kommt eben nach Tagstunde 10 Minuten, 5 Minuten. Das lässt sich auch noch recht gut umsetzen, aber da braucht man natürlich schon viel, viel mehr Wissen für, wenn man auf kleineren Zeiteinheiten unterwegs ist. Und wenn man dann tatsächlich noch einen Schritt weiter geht, was natürlich viele, viele Trader gerne machen möchten, im Minutenbereich handeln, da kann man natürlich extremst viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist nicht ohne Grund, dass man sagt, das ist so die Königsdisziplin des Tradings, weil hier natürlich auch sehr, sehr viele Händler unterwegs sind, die genau Ahnung von dem haben, was sie tun. Und das sind sehr viele Trader, die ich auch kenne, die hier schon recht viel Geld verloren haben. Also man sollte das wirklich nur machen, auf Minutenbasis traden, wenn das andere wirklich klappt und wenn man Ahnung hat von dem, was man da macht. Ja, und ich denke, weiterhin hängt es natürlich auch viel davon ab, welche Wertpapiere man handelt, ne? Also ob es jetzt Aktien sind oder ob es gehebelte Produkte wie CFDs sind.
Beispielsweise jetzt beim DAX, wenn man da einen 200-fachen Hebel hat, beim CFD, da sind dann wahrscheinlich Intraday-Trades besser, als wenn man dann einen 300-Punkte-Stop-Loss oder irgendwas hat, der dann über Nacht Ja, geht. ganz außer Frage. Das geht ja auch gar nicht anders. Deswegen handeln ja auch eben sehr, sehr viele Trader, die CFDs handeln, halt sehr gerne im Minutenbereich oder so, weil sie dort eben mit großen Hebeln und mit relativ wenig Kapitaleinsatz handeln können. Das macht ja auch durchaus Sinn. Das kann man ja auch sehr profitabel gestalten. Nur wenn die Frage ist, was ist jetzt einfacher, Tag, Stunde oder Minute, dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, die große Zeiteinheit ist einfacher zu handeln, weil wir auch viel mehr Zeit haben zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich machen. Aber natürlich ist bei fast allen das Ziel, möglichst auf kleinen Zeiteinheiten zu handeln. Und ich sage das ja auch immer in meinen Seminaren, da wird im Prinzip nachher das Geld verdient. Ich habe ja auch, als ich angefangen habe, so 98 bis 2003, 2004, extremst stark Intraday gehandelt, im Durchschnitt 30 Trades pro Tag. Da wird im Prinip das Geld verdient in den kleinen Zeiteinheiten, wenn man das jetzt mal sieht. Aber man muss auch die Zeit dazu haben und wissen, was man da macht. Definitiv, ja. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob du den Agena-Trader noch mal kurz öffnen kannst oder weil zwei, drei Fragen dazu kamen. Und zwar einmal, also welche Einstellungen machen Sie im Agena-Trader, um den laufenden Trendverlauf einzuzeichnen? Beziehungsweise eine andere Frage kam, welches Markttechnik-Add-on du benutzt halt für die Marktphasen? Also ich benutze gar kein Add-on fürs Handeln, weil ich habe zwar auf meinem Rechner das Markttechnik-Add-on drauf, weil ich, als ich das vor 2 Jahren den Agena-Trader gekauft habe, habe ich gedacht, okay, das probierst du einfach mal aus. Das passte aber nicht zu meinem Handelsansatz. Also die Trends, die dort eingezeichnet waren, entsprachen einfach nicht immer dem, was mein Auge sah. Und das liegt einfach daran, prinzipiell ist es eine ganz gute Geschichte mit Add-ons, nur man muss sich über zwei Dinge halt im Klaren sein. Zum einen kriegt man das angezeigt, was der Programmierer sich dabei gedacht hat, also gar nicht mal, was wir jetzt sehen, sondern was eben irgendein Fremder gemacht hat. Und man hat ja mehr oder weniger so eine Art Blackbox. Das heißt, wir verstehen auch eigentlich manchmal gar nicht, was denn dahinter passiert. Ich erlebe das immer wieder in Coachings, dass die Leute sagen, ja, ich habe das Add-on von Trader X oder von Händler Y, und dann kriege ich am Tag 20 Signale angezeigt, und wenn ich die alle handeln würde, so viel Geld habe ich gar nicht, dann weiß ich also gar nicht, was will ich jetzt eigentlich handeln von diesen vielen Geschichten, und ich weiß auch gar nicht, was dahinter steht. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund davon, das genau umzudrehen. Und das ist auch der Grund, warum es auch kein Add-on von mir gibt, weil natürlich habe ich auch schon mal mit dem Gilbert Kreuztaler darüber gesprochen gehabt, ob wir das nicht machen wollen. Hat er mich auch gefragt, und da habe ich gesagt, also ich möchte das lieber eher umgekehrt machen, dass die Trader und Händler eigentlich erstmal wissen, wie soll ich eigentlich handeln, was muss ich beachten. Und wenn man das weiß, dann kann man es automatisieren, und zwar nach seinen Ansprüchen, so wie man das möchte. Und das machen wir eigentlich auch jetzt mit dem Sechs-Phasen-Modell so. Das heißt, im Juni werden wir tatsächlich dann alles offenlegen, wie das Ganze funktioniert innerhalb eines Workshops. Und dann kann das aber jeder individuell nach seinen Bedürfnissen anpassen, dass er auch nicht zu viele Signale bekommt. Denn was nützt es einem, morgens um 9 Uhr gleichzeitig 20 Signale zu bekommen, und man kann sich gar nicht entscheiden, was will ich denn handeln, wenn jetzt die ganzen Aktien reinkommen. Deswegen ist es wichtig, dass man es wirklich so macht, dass es zu einem passt, und dann kann man es auch genauso programmieren, wie derjenige das braucht. Also ich benutze, wie gesagt, kein Add-on, und wenn ich es einzeichne, gehe ich einfach nach einem relativ einfachen System, das ich einfach immer sage, und so ist es eigentlich auch in den Büchern erstmal vom Grundsatz her beschrieben, dass ich das, wie ich das auch in den letzten zwei Webinaren gezeigt habe, an einem Hochpunkt halt anfange, wenn ich einen Trend einzeichne, also immer da, wo der Start eigentlich ist, so dann hier herunter an den Tiefpunkt, an den Hochpunkt, so dass ich eigentlich immer einen sauberen Trend habe, wenn ich am Handeln bin. So, und dann habe ich hier diese gesamte Bewegung nach unten hier sauber gezeichnet. Dann kommt hier diese große Korrekturbewegung. Dann wird es natürlich irgendwann passieren. Ich meine, ich weiß ja im Prinzip nie, was dahinter passiert. Das ist ja immer der Punkt. Am Ende lässt sich immer sauber einzeichnen, und das ist auch, dazu habe ich schon mal ein Webinar auch gemacht. Am Ende lässt sich natürlich immer sauber einen Trend einzeichnen. Während man jetzt im Handel ist, wenn wir das hier jetzt mal nehmen, den Markt hier, und wir sind jetzt hier an dieser Stelle, dann ist bis hierhin eigentlich alles perfekt eingezeichnet. So, und jetzt bekommen wir irgendwann ein paar Minuten später hier ein Hoch, was einfach höher ist, hier an der Stelle. Und dann stimmt natürlich die gesamte Zeichnung nicht mehr, die wir hier gemacht haben. Das heißt, man müsste jetzt, wenn man das Ganze sauber wirklich machen möchte, tatsächlich hingehen und sagen, okay, man muss das jetzt anders zeichnen. Und das machen dann natürlich automatisierte Programme häufig dann von alleine, dann zu sagen, okay, die Abwärtsbewegung ging jetzt bis hier. Und dann, da sieht man schon den Unterschied. Jetzt würde nämlich die Korrekturbewegung
zeige ich nicht jetzt in einer anderen Farbe, nicht mehr das hier als Fehler, also als Fehltrade anzeigen, sondern eigentlich immer so anzeigen, als wenn man immer perfekt getradet hätte. Das hätte man ja in Wirklichkeit nie gemacht. Auch ich würde das nie so machen. Ich hätte auch meinen Stop hier am Hoch gehabt und wäre dann hier auf der Gegenseite aller Wahrscheinlichkeit mit einem Punkt oder zwei vielleicht rausgeflogen aus dem System. Aber prinzipiell, wenn man jetzt an dieser Stelle hier ist, dann ist es korrekt, wenn man es so einzeichnet, dass man immer fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte hat. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ja, es kommt noch eine Frage, die geht noch ein bisschen in die Richtung auch, und zwar, was jetzt hier auch die Hoch- und Tiefpunkte angeht, beziehungsweise das Nachziehen der Stops. Ich lese sie mal eben vor. Können Sie nochmals kurz auf das Nachziehen der Stops eingehen? Es sollte ja zum Beispiel nach neuen Hochs der Stop-Loss unter die Kerze gezogen werden. Unter die letzte Kerze gezogen werden. Bei kleinen Kerzen, die innerhalb des vorherigen Kerzenkörpers liegen, soll der Stop-Loss unter die vorletzte Kerze gelegt werden. Wie sieht es da mit Dochten aus? Zählen die auch mit als Kerzenkörper oder ja, wie wird das gehandhabt? Ja, also ich mache das tatsächlich so, und so ist es auch von meinem Kollegen, der das Buch geschrieben hat, Michael Vogt, auch so beschrieben, dass natürlich die Dochte und Lunden mitzählen. Das heißt, also wenn wir, nehmen wir mal hier einfach, ich nehme das mal hier zur Seite, wenn wir gesagt haben, wir sind hier irgendwie short gegangen, warum jetzt auch immer, das System spielt ja eigentlich gar keine Rolle, dann haben wir hier viele Innenkerzen, dann würde man den Stop, der vielleicht hier gelegen hätte, einfach zurückziehen. So, jetzt entsteht hier ein neues Tief, da kann man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser dran erkennen. Ich mache das jetzt mal mit den Stops, wie man das vielleicht normalerweise machen würde. Man hat hier vielleicht den Stop gehabt, so, jetzt gab es hier ein neues Tief, man konnte den Stop hier nachziehen. Jetzt gab es hier eine Innenkerze. Ich mache das vielleicht noch mal ein bisschen größer, damit man es noch besser sehen kann. So, das heißt, der Schlusskurs ist innerhalb der alten Kerzen. Das heißt, den Stop, der jetzt hier saß, den ziehen wir erstmal wieder ein Stück zurück. So, jetzt entsteht eine neue Bewegung, sehr dynamisch. Das heißt, wir können unseren Stop hier wieder herannehmen an diese Phase. Dann kriegen wir hier wieder eine Innenkerze. Das heißt, der Schlusskurs ist wieder innerhalb der Außenkerze. Und dann können wir den Stop hier wieder ein bisschen zurücksetzen. Warum macht man das? Jede Innenkerze, die wir sehen, ist im Prinzip nichts anderes, als wenn wir jetzt den Minutenchart nehmen würden, eine Korrektur. Das heißt, wir sehen, hier untergeordnet entsteht hier eine Korrektur, und wir möchten natürlich nicht unseren guten Trade, den wir hier eingegangen sind, der womöglich auch schon risikolos ist, nur aufgrund einer kleinen Korrektur, die stattfindet, wieder ausgestoppt werden. Deswegen bleibt der Stop jetzt hier oben, bis es einen neuen Kurs gibt, einen Schlusskurs gibt, unter dieser sogenannten Außenkerze, die zeichne ich hier einfach mal ein, so, das ist die Außenkerze. Das heißt, wir brauchen hier einen Schlusskurs, der außerhalb dieser Range liegt. So, und jetzt können wir hier natürlich noch ein bisschen weiter nach zur Seite gehen. Und jetzt sehen wir hier mit der schwarzen Kerze, haben wir tatsächlich hier einen Schlusskurs, der tiefer ist als hier. Und jetzt können wir den Stop wieder heranziehen. Ich habe dazu auch mal schon ein Webinar gemacht, finden Sie auch auf meiner, in meiner Videothek auf meiner Website. Ich glaube, wir haben sogar hier bei CapTrader auch schon mal zum Bewegungshandel ein Webinar sogar dazu gemacht. Ja, haben wir. Also das Webinar wurde auch aufgezeichnet und ist auch ja, im Archiv. Genau. Okay, jetzt kamen noch ein paar Fragen auch zu den dem Sechs-Phasen-Modell. Einmal, wird es zu kaufen sein als Add-on? Nächste Frage, wird der Workshop zum Sechs-Phasen-Modell in Lohr stattfinden? Ja, und vielleicht noch eine Frage im Anschluss. Die Anmeldung für das gemeinsame Seminar mit Carsten Berger, ob die Anmeldung schon läuft? Ein Teilnehmer hat sich da irgendwie schon angemeldet und wartet aber noch auf die Rückmeldung. Ja, es wird nicht als Add-on geben, genau aus dem Grund, warum ich das vorhin versucht habe, das darzustellen, weil es eben als Add-on man im Prinzip die Signale hat, aber nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Das ist eigentlich immer das Problem bei allen Add-ons, die ich im Markt kenne, und deswegen gehe ich halt diesen umgekehrten Weg. Wir werden in dem Workshop eben erklären, genau wie das System funktioniert, wie ich das auch handle. Wir werden auch Einstiege dazu zeigen. Der Carsten Berger
der ja auch Ausbildungspartner von Agena Trader ist und auch für Cap Trader und FXWett entsprechend die Webinare auch macht. Er ist mit dabei. Das heißt, er wird also genau zeigen, Schritt für Schritt, wie man das Ganze programmieren kann in das System. Das Ganze wird in Lohr stattfinden. Anmeldungen sind jetzt auch möglich. Und ich glaube, der Kunde, der sich jetzt gerade gemeldet hat, der hat sich, glaube ich, sogar zweimal angemeldet. Ich habe da auch die Bestätigung rausgeschickt. Ansonsten möchte er mich doch bitte nochmal anschreiben oder wenn Sie mir den Namen nochmal sagen, dann gucke ich nochmal nach. Aber ich meine, ich hätte mit dem Carsten Berger auch schon darüber gesprochen, dass die Anmeldung raus war, aber Sie sich ja sogar zweimal angemeldet haben. Also wenn Sie sich zweimal angemeldet haben, dann muss das wahrscheinlich die Bestätigung im Spam-Ordner gelandet sein. Ansonsten, wie gesagt, einfach nochmal kurz melden. Dann schaue ich gleich nochmal nach im Nachgang zum Webinar. Okay, es kam auch noch eine Frage zu der Webinarreihe, ob es davon auch eine Aufzeichnung gibt, falls man jetzt nicht daran teilnehmen kann, dass man die als DVD erwerben kann oder ähnliches. Ja, es ist also so, dass jedes Webinar natürlich aufgezeichnet wird. Also wenn man jetzt mal nicht dabei sein konnte, weil man vielleicht zu der Zeit nicht konnte oder im Urlaub war oder krank, die werden natürlich alle aufgezeichnet. Und die Überlegung geht auch dahin, das als DVD anschließend wieder zu produzieren, wie wir das bei kleines Konto Großtraden auch gemacht haben. Die Entscheidung steht noch nicht ganz, aber zu 99% wird es das auch geben. Okay. Achso, die Frage bezog sich jetzt, kam eine Ergänzung auf das Seminar mit Carsten Berger, ob das aufgezeichnet wird. Das müsste ja dann gefilmt werden, oder? Das müsste ja gefilmt werden, weil das ja über 2 Tage geht. Also das ist sehr, sehr umständlich. Wir haben das mal auch mit dem Kollegen Michael Vogt, der das auch schon mal gemacht hat, besprochen. Es ist extremst teuer. Da könnten Sie das Geld, was Sie für das Seminar einnehmen, komplett für das Videoteam rausgeben, weil das recht teuer ist. Es ist ein höheren vierstelligen Bereich, wenn man Webinare oder Seminare live aufzeichnet. Das macht wenig Sinn. Es könnte gut sein, wenn das Interesse groß genug ist, weil wir haben es ja noch gar nicht richtig beworben. Das geht eigentlich erst Ende nächster Woche los, dass wir es bewerben, diesen Workshop. Wenn das Interesse groß ist, kann es sein, dass wir es hinterher vielleicht als Webinar irgendwann mal anbieten werden. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, das als Webinar zu gestalten. Deswegen haben wir uns entschlossen, das erstmal in Form dieses Workshops zu machen. Und wie gesagt, dass man es aufzeichnet mit Kamera, habe ich wenig Erfahrung mit. Und wie gesagt, ich weiß nur, dass es sehr teuer ist. Okay, jetzt noch eine etwas ausführlichere Frage. Ich lese die auch nochmal eben vor. Da ging es nochmal um das Thema Übernacht-Gap. Wenn ein Übernacht-Gap aufgrund der vorbörslichen Daten in einer Aktie zu erwarten ist, ist es sinnvoll, den Stop manuell vor Eröffnung rauszunehmen und die Aktie die nächste Stunde optisch zu verfolgen? Also sehr oft kommt es ja zu einem Rücklauf. Oder hat das keinen Mehrwert? Naja, also erstmal würde ich sagen, ist es prinzipiell natürlich besser, wenn man im Vorfeld schon darauf achtet, dass man diese Gaps ausschließt, indem man einfach darauf achtet, wann Quartalszahlen kommen, weil dann erwischt einem das eigentlich sehr, sehr selten. Und wenn man jetzt tatsächlich nur auf Tag oder Stunde tradet und dann entsprechend größere Stops hat, dann sollten normalerweise die Verluste, die durch Gaps entstehen, auch prozentual gesehen nicht so riesig sein. Aber natürlich kann es trotzdem mal passieren, dass man mal von einem Gap erwischt wird. Man kann tatsächlich so vorgehen, wie hier gefragt, dass man tatsächlich sagt, okay, zur Eröffnung nehme ich es nicht rein oder nehme dann tatsächlich den Stop kurz raus. Der Punkt ist einfach, man muss sehr diszipliniert dabei sein. Also man muss auch dann in der Lage sein, wenn der Markt sich dann nach 10 Minuten nicht beruhigt und es zu einem Rücklauf kommt in die richtige Richtung, dass man dann seine Position schließt. Die meisten Händler, die ich kenne, sind nicht so gefestigt, also gerade Trader, die noch nicht so lange traden, die das wirklich perfekt hinkriegen. Wenn man sich das genau ein paar Mal angeschaut hat und ein System dafür hat, kann man eigentlich fast alles traden. Das ist ja auch immer das, was ich sage. Es gibt 1000 Systeme, die man traden kann und wenn man das perfekt hinbekommt und sich auch selber kennt und weiß, okay, das kann ich mental, kriege ich das hin. Schlimm wäre es nur, wenn der erste Kurs vielleicht ein Verlust gewesen wäre, der vielleicht doppelt oder dreimal so groß gewesen ist wie das Ursprungsrisiko, was ich hatte. Und hinterher bin ich aber nicht in der Lage, dann, wenn der Verlust noch größer wird, dann meine Position wieder einzudecken. Also das wäre dann eine Riesengefahr und dann würde ich das auf jeden Fall vermeiden. Also ich selber würde es auch fast immer nur jedem raten, den Stop drinnen zu lassen. Aber ich weiß, ich kenne auch einen Kollegen, der macht das sehr konsequent so, dass er schaut sich einfach an, was passiert in den ersten 5 bis 10 Minuten und entscheidet sich dann, was er macht mit seiner Position. Aber das ist individuell und man muss wirklich schon sehr diszipliniert sein, wenn man das macht.
Ja, jetzt kam noch eine Frage zu der, ich sag mal, unserer gemeinsamen Aktion, ob ich da noch mal den Link posten könnte. Das mache ich jetzt gerne mal hier im Chat. Und zwar, ich hoffe, dass alle das auch lesen können. Das ist die Seite. Vielleicht wechsle ich auch noch mal ganz kurz den Bildschirm, um das zu zeigen. Sekunde. Ich hoffe, dass jetzt der richtige Bildschirm übertragen wird. Ja, genau. Das ist die CapTrader-Seite, wo wir diese exklusive Webinarreihe bewerben sozusagen und die wir halt auch unterstützen, auch in Form eines sogenannten Education-Pakets, was Sie dann bekommen, wenn Sie bei uns ein Konto eröffnen, beziehungsweise wenn Sie als Bestandskonto das Konto aufstocken. Da stehen die Bedingungen. Es gibt einen Neukundenbonus, es gibt einen Bestandskundenbonus, wie gesagt, bis zu 140 Euro. Das heißt, wir können dann da, Sie können dann 50% der Webinargebühren sparen, sozusagen. Ja, also das finden Sie alles hier auf der Seite von CapTrader. Ganz neu, Sie können also auch jetzt ein Konto bei uns bei CapTrader mit 2000 Euro Ersteinzahlung eröffnen. Das war bisher nicht möglich. Bisher war die Barriere, sage ich mal dazu, 4000 Euro. Also wir wollen hier damit auch eine größere Zielgruppe ansprechen. Bei FXFET haben wir eine ähnliche oder die gleiche Aktion im Prinzip. Sie sehen das hier auf der Startseite von FXFET. Jetzt Live-Konto ab 2000 Euro eröffnen und exklusives Education-Paket mit Webinargutschein erhalten. Ja, da finden Sie die Informationen hier. Ja, nur nochmal, weil da jetzt einige Fragen schon nachkamen, wie wir das Ganze unterstützen. Also können Sie sich hier sowohl bei FXFET als auch bei CapTrader nochmal anschauen. Ich schicke den Link auch nochmal kurz hier in den Chat für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ja, ansonsten gucke ich nochmal durch, dass ich jetzt keine Frage vergessen habe. Ja, eine kam nochmal jetzt hier zum Agena Trader. Hat der Trendlinienzeiger eine spezielle Einstellung, um die Hoch- und Tiefpunkte fortlaufend zu zeichnen? Mario, vielleicht kannst du. Hat der Welcher Trend? Trendlinie? Also ich denke jetzt mal, das waren, du hast ja den Trend eingezeichnet mit grün bzw. mit rot, aber meiner Genau. Meinung nach sind das ja normale Linien eigentlich, die du Das benutzt. sind ganz normale Linien. Ich habe dir einfach nur diesen Linienbereich, da kann man, also der hat eine Standardfarbe und dann kann man natürlich in verschiedenen Farben für das, was man, wofür man es gerne haben möchte, entsprechend konfigurieren. Und das habe ich einfach gemacht, dass ich für Trades in die eine Richtung die eine Farbe benutze und dann für die andere Seite vielleicht die andere Farbe, dass ich hier einfach nur einen farblichen Unterschied habe. Das ist relativ einfach umzusetzen mit dem Agena Trader. Bedarf also keiner großen Kenntnisse, das habe selbst ich hinbekommen, der eigentlich so mit Technik gar nichts zu tun hat. Okay. Jetzt hat sich der Teilnehmer auch nochmal gemeldet, der sich angemeldet hat für das Seminar mit Carsten Berger. Er hat die Mail gefunden und ja, Perfekt. freut sich natürlich auf das Seminar. Eine Wunderbar. Frage kam jetzt gerade noch rein. Lohnt sich ein 2000-Euro-Konto, um damit US-Aktien zu traden? Die Margin beträgt ja 25% oder über Nacht sogar 50%. Das bezieht sich natürlich auf CapTrader, auf den US-Aktienhandel, also direkt an der Börse. Da würde ich sagen, natürlich, ob sich das lohnt oder nicht, ist schwer zu beantworten. Aber Sie haben natürlich auch gerade beim kleineren Konto, müssen Sie beim US-Aktienhandel die Pattern-Day-Trading-Regel beachten. Das heißt, da ist es dann interessant, sich Aktien-CFDs anzuschauen, ja, die ja den gleichen Kurs haben, wie die echt, also wie die Aktien, die an der Börse gehandelt werden, also gleicher Spread und auch gleiche Kosten bei dem Handel mit Aktien-CFDs. Und da können Sie die Pattern-Day-Trading-Regel umgehen sozusagen und auch mit kleineren Konten dann handeln. Und wir haben bei CapTrader Tausende von Aktien als Aktien-CFDs im Angebot. Ja, also das nur nochmal als Hinweis. Da lassen sich also wirklich die meisten Aktien, also wie gesagt, es sind mehrere tausend Aktien-CFDs, die wir da anbieten. Ja, jetzt noch eine Frage. Wird der Aufwand des Screenings durch den Agena Trader deutlich reduziert? Ja, also meiner Meinung nach definitiv. Also ich kann mich da nur anschließen. Also es gibt, also ich habe ja früher auch schon mit anderen Softwarelösungen gearbeitet. Ich bin zu Agena Trader im Prinzip vor 2 Jahren gewechselt, weil man damit wesentlich schneller die Märkte screenen kann. Ich, wie gesagt, screene den gesamten US-Markt, also den großen S&P 500, habe den wirklich auch bis vor einem halben Jahr immer von Hand
durchgescreent. Das dauerte dann mit einem normalen Programm fast einen Tag. Mit dem Agena Trader konnte man es dann so reduzieren auf etwa 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, wie gut man im Screening ist. Und jetzt mit dem automatisierten Programm, was wir, wie gesagt, auch als Workshop vorstellen, das 6-Phasen-Modell, ist das Screening automatisiert und man ist im Prinzip nach 5 Minuten fertig damit. Man muss dann eigentlich nur noch die restlichen Werte, die dann gezeigt werden, sich die 5 oder 10 Aktien anschauen, die dann ausgespuckt werden und welche man dann im Endeffekt davon handeln möchte und nach welchem System man es handeln möchte. Aber im Endeffekt ist ein Screening-System heute mit dem Agena Trader top. Also egal, ob man es jetzt mit 6-Phasen-Modell macht oder ohne, spielt im Prinzip keine Rolle. Man muss nur wissen, was man eigentlich machen möchte und man spart massig an Zeit. Ja, also je nachdem, was man möchte, man kann sich das ja individuell einrichten. Ich habe jetzt mal kurz einen Agena Trader eingeblendet, wie ein Screening auch aussehen kann. Also es ist natürlich sehr, sehr bunt jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm, aber da ist zum Beispiel der komplette S&P 500 und da werden ja verschiedenste Signale, nachdem man halt die Märkte scannen kann, dann in der Form einer Listchart-Gruppe sozusagen, wie jetzt hier angezeigt. Ja. Und ja, das vereinfacht natürlich den Handel sehr, sehr stark. Also das ist also auch für mich als Händler dann eine sehr starke Unterstützung. Was man sonst manuell gemacht hat, findet man hier auf einen Blick sozusagen. Gut, ich schaue nochmal gerade, was noch für Fragen reinkommen. Wird im Seminar auch die TWS benutzt oder nur Agena Trader? Ich nehme an, das bezieht sich jetzt auf die 6-teilige Webinar-Reihe, die wir machen. Also da, wenn das Interesse besteht, dass wir beides benutzen, können wir natürlich beides benutzen, weil ich benutze die TWS ja seit 2000, glaube ich. Da habe ich gewechselt gehabt und für den amerikanischen Markt. Das heißt, also wir können genauso die TWS benutzen wie auch den Agena Trader. Wie gesagt, das Screening funktioniert natürlich viel schneller, wobei ich zwischenzeitlich auch, da bin ich eigentlich auch durch einen Kunden drauf gekommen, ist auch mit der TWS möglich, ist gerade mit diesem neuen Bereich im Mosaik, ich weiß gar nicht, ob das so neu ist, aber für mich auf jeden Fall, dass man damit auch recht gut screenen kann. Das werden wir auf jeden Fall mal zeigen, wie man das auch nutzen kann, weil damit kann man sich im Prinzip das ähnlich zusammenbauen wie im Agena Trader. Natürlich sieht es nicht farblich nicht ganz so aus, wie man das vielleicht vom Agena Trader her kennt, aber kann man auch ähnlich gestalten. Ja, ich habe das jetzt gerade mal nebenbei so ein bisschen aufgerufen hier in der TWS. Ja, da gibt es halt auch diesen Stock-Scanner, ne? Also im Prinzip ein Screener, wo man auch nach unterschiedlichen Kriterien die Märkte scannen kann, nach unterschiedlichen Kriterien auch die Gewinner, die Verlierer, welche Aktien am aktivsten waren und so weiter und so fort. Aber da will ich jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Ja, diese Funktion gibt es natürlich auch in der TWS. Ja, welchen Datenfeed können Sie für Agena Trader empfehlen? Ja, das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Produkte man handeln möchte, ne? Also wenn man nur Aktien handeln möchte oder auch Futures oder auch CFDs, da gibt es ganz unterschiedliche oder eher individuelle Pakete, die man da nutzen muss oder sollte. Also kann ich mich auch nur anschließen, also das ist wirklich individuell, was man wirklich handelt. Also jemand, der nur den deutschen Markt handelt, braucht halt andere Daten als jemand, der im US-Markt handelt. Also das ist wirklich individuell, das müsste man dann im Zweifelsfall einmal kurz besprechen, welche Datenpakete man braucht. Genau, also ich habe halt gezeigt schon mal in einigen Webinaren, auch beim Screening auf End-of-Day-Basis, da reicht dann zum Beispiel auch ein kostenloser Yahoo-Datenfeed, ja, wenn man damit klarkommt, also völlig, also das ist wie gesagt individuell. Ja, das Screening in der TWS wäre einmal für ein extra Webinar interessant, ja, nehme ich gerne mit auf und ja, es kommen ja noch einige Webinare in naher Zukunft, unter anderem halt auch zur TWS und ja, da können wir das definitiv auch mal mit aufnehmen. Ja, ansonsten sehe ich jetzt, glaube ich, keine Frage mehr, die offen ist. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Fragen, die Sie als Teilnehmer gestellt haben. Vielen Dank auch natürlich an dich, an Mario, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast, so ausführlich auf die Fragen noch einzugehen. Es war eine sehr, sehr interessante Webinarreihe, die wir gerade jetzt durchgeführt haben mit den 3 Teilen zum CFD-Handel. Und wie gesagt, das Komplettpaket, das startet ja jetzt am 21.04. Wie gesagt, da haben wir ja jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Melden Sie sich dafür an. Wir unterstützen das Ganze, wo wir sind generell natürlich der Meinung, dass Education, also eine gute Ausbildung, das Wichtigste ist, um natürlich erfolgreich an den Märkten zu sein. Und deshalb bieten wir ja auch so vielfältige Webinare an zu allen Themen, zum Thema Optionshandel, zum Thema MetaTrader.
Intraday Trading, wie gesagt, also zum Agena Trader und so weiter, das finden Sie ja bei uns auf unserer Homepage, die ganzen Termine und die ganzen Themen. Ja, Mario, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen als Teilnehmer natürlich auch einen schönen Abend, eine angenehme Woche. Viel Erfolg beim Trading. Ja, und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich noch ein Hinweis, auch dieses Webinar wurde aufgezeichnet und finden Sie dann auch hier bei uns die nächsten Tage im Videobereich. Dankeschön. Ja, vielen Dank, bedanke mich auch und eine erfolgreiche Börsenwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.